Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Company of Heroes. Ja, nach langer Pause geht es nun endlich weiter. Und wir waren in der 6. Mission Cherbourg und da machen wir natürlich auch gleich mal weiter. Der Red Bull Express transportierte kriegswichtige Fracht und zwar jede Menge davon. Es müssen Hunderttausende von Tonnen Nachschub gewesen sein, die wir über diese verdammte Straße transportiert haben. Aber die Deutschen dachten gar nicht daran, einen ihrer wichtigsten Häfen kampflos aufzugeben. Sie leisteten Widerstand. Und das nicht zu knapp. Die 9. und die 79. werden von Süden her angreifen. Dabei werden sie vom 4. Kavallerieregiment unterstützt. Die Ebel und die Dog Company bilden den Kern dieses Angriffs und rücken direkt auf die Dockanlagen vor. Dies wird der am besten verteidigte Teil der Stadt sein. Wir erwarten sehr starken Widerstand. Da wird uns ja einiges in der Stadt erwarten. Na komm, Ladebalken, beeil dich mal. Vorne weg. Und warum wird sie immer als erstes beschossen? Falsch, Johnson. Nicht die Able Company. Die schießen immer zuerst auf dich. Halt die Klappe. Deinetwegen werden wir noch alle ins Gras beißen. Scharfschütze! In der... Cherbourg ist eingekesselt. Sie wissen es und wir wissen es. Aber trotzdem werden sich die Krauts nicht ergeben. Die USS Texas wartet vor der Küste, um uns Feuerunterstützung zu geben. Damit sie in Schussreichweite kommen kann, müssen wir die Küstengeschützbatterie ausschalten, die sich hier befindet. Vorher müssen wir allerdings noch diesen Platz sichern, damit die Pioniere einen Stützpunkt errichten können. Also gut. Das Oberkommando will, dass wir den Dorfplatz sichern, damit dort ein Stützpunkt errichtet werden kann. Bringen wir es hinter uns. Na, zuerst sollten wir aber erstmal den Scharfschützen hier Besetzt loswerden. Eines dieser Gebäude, damit wir weitere Einheiten anfordern können. Alles klar, also dann erstmal hier baracken. Die Augen in meine... Und Granate in das Nest. Gut, das war immerhin schon mal der Scharfschütze dort. Was war das denn jetzt? Ups, eine falsche Taste. Die Verbesserungen an unserem Hauptquartier wurden abgeschlossen. So, dann können wir wieder raus und erstmal die Truppen hier wieder auf volle Stärke bringen. Was kann man so alles ranholen? Also toll, nur Schützentruppen. Zuhören, Leute. Kaum ist die Verstärkung da, ist sie auch schon tot. Ja, hier fehlt noch einer. Leute, gut, jetzt holen wir erstmal den Punkt hier und dann hier drüben den. Und dann marschieren wir hier zum Rathaus. Bewegung, Leute. Wir sind bereit. Erobere Munitionslager. Sichert das Gebiet, damit unsere Nachschubwege optimiert werden. Die zwei Gruppen erst bei den Sandsäcken und ein und da kommen sie natürlich auch schon. Umgebung im Auge.
Ach, ist ja noch ein Mörser. Attacke! So viel zum Thema. Ach, Panzer. Das ist sehr schön. Ein Crocodile und ein normaler Schirm. Ja, der Schirm kann auf jeden Fall gleich erstmal eine MG schützen. Ja, jetzt kann man nämlich mal schön Feuer verteilen. Und mal ab auf den Rathausplatz. MG-Schütze in Position und Vorsicht, Feuer bereit! Ostwind! Ostwind? Wo? Ach, da oben. Warum soll ich mal das Schirmen kümmern und der Crocodile fackelt erstmal das Rathaus ab, um die Besatzung dann mal rauszukriegen. Die Jungs nehmen nochmal das Ruder rein. Panzerplatz. Dann macht das nur mein Infanterie fertig. Oh, super. Jetzt ist das Rathaus unser Hauptquartier. Oh, da ist noch ein Scharfschütze. Wir müssen den Vormarsch fortsetzen und die Küstengeschützbatterie ausschalten. Unser nächstes Missionsziel ist die Küstengeschützbatterie. Able Company, weiter vorrücken. Gehen wir ausräuchern. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Haben wir jetzt den Mörser überhaupt her? Naja. Oh, hier hinten gibt's schön Nachschub. Gleich mal mitnehmen. Ja, hier hängt noch ein MG-Nest. Sollen wir das Crocodile erledigen? Na, schalten wir auf jeden Fall erstmal das frei, dass unsere Infanterie schneller ausgebildet wird. Herhören, Männer. Verstanden. Gut, ihr errichtet erstmal Baracken, dass wir überhaupt erstmal Infanterie holen können. Du gehst erstmal zum Abfackeln. Und du deckst die Seite. Haben wir noch zwei Trupps? Und ich mach schon anderes hier hinten. Ich brauche wieder von hinten und mach die Panzerschreckschützen weg. Zieht euch mal zurück. Genau. Schon wird vor. Der Crocodile macht nochmal die Jungs da weg. Und Gott, hier noch ein Treibstoffdepot. Pioniertrupps steht unter Beschuss. Pioniertrupps werden verstärkt. Oder... Nein, ihr kommt doch erstmal hier so ein Waffenforschungszentrum bauen. Wir versuchen es von hinten! Die feindliche Einheit ausgeschaltet. Infanteriereserve in Mann. Na, noch ein Stück in Nähe. Also an der Stelle möchte ich echt nicht sein. Ach, wir brauchen allerdings nächsten Part mehr Treibstoffdepots. Also sollten wir uns das dann gleich mal holen. Das Nachschublager. Ach komm, da schmeißen wir mal hier hinten hin. Wir brauchen Platz für den ganzen Nachschub. Konstruktion abgeschlossen. Kampfbereitschaft hergestellt, Sir. Kampfbereitschaft hergestellt, Sir. Gut. Mal nach vorne mit euch und dann kriegt ihr auch gleich mal ein paar Browning-Automatikgewehre. Beeilung, wer Schützengruppe hört. Hier spricht der
Sherman kann ja gleich das mal hier sichern. Und ich hol euch meine Punkte aus. Vorsicht! Granate! Dieser deutsche Offizier ist ein Späher der Artillerie. Schaltet den Offizier aus, dann geben die Geschütze Ruhe. Hm? Wo denn? Ach, die haben auch noch eine Stuck hier drüben. Von der. Okay, das ist scheiße. Die Stuck hat den höheren Reichweite als unser Schirm. Der kann da nicht mal rüberschießen. Artillerieaufklärer ausgeschaltet. Gute Arbeit, Able Company. Muss ich dann erstmal zurückziehen. Verteidigungsmaßnahmen werden eingeleitet. Naja, die Stuck ist ja mit ihrem Hauptgeschütz wenigstens nicht so gut gegen Infanterie. Ja, unser Schirm kann erstmal zurück. Der muss ja erstmal eine Reparatur kriegen. Oh, da können wir gleich mal hier ein Panzerdepot blenden. Einzelner Schütze. Ab ans Reparieren, Jungs. Die müssten auch mal zurück. Schießt das Scheiße eigentlich immer noch? Oh, schön mitnehmen. Können wir einen Beobachtungsposten hinsetzen. Wir brauchen schließlich Sprit, damit wir auch genügend Panzer und sowas holen können. Schlecht, Decke für euch. Schlecht. Jetzt ist ja nur noch hier die Fahrbereitschaft. Na? Macht aber keine Arbeitskräfte mehr. Oh, ihr könnt gleich mal nachrücken. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal 76mm Geschütze. Damit wir mal wieder Reichweite und noch mehr Schaden mal machen können. Weil mit diesem Kurzrohr kommen wir nicht gerade gut durch deutsche Panzerung durch. Scheiß Arbeitskräftemangel. Ja, kommt schneller, Jungs. Ja, da rückt der Crocodile halt schon mal alleine vor. Also wir kriegen ja irgendwie Arschlamm Arbeitskräfte. Gut, Kanone erforscht. Das läuft ja schon mal gut. Okay, das jetzt wieder nicht. Schnell rückwärts fahren. Und scheiß drauf hier. Ich würde zwar jetzt vorgehen, aber ich brauche den Sherman jetzt ganz schnell hier vorn. Jetzt ergibt nicht doch nicht den Arsch. Komm, ich möchte nicht da die Mauer durchbrechen. Halt sie mal ein, Junge. Das kostet den Schirmen 420 Arbeitskräfte, oh Mann.
Gut, dann mal weiter. Was ist denn jetzt hier vorne noch? Ach, hier vorne ist eine Brücke. Ah, da kommen wir auf die andere Seite. Okay. Ja, dann sollten wir den Bereich hier vorne dann auf jeden Fall erstmal sichern. Vorne ist noch ein Sniper. Und den noch das mal rausjagen. Nur Infanterie. Na denn. Oh, man muss mal schirmen. Crocodile hat hier gut zu tun. Die Schüsse sollte man uns ja nicht freischalten. Das ist gerade Mist. Wie sieht es mit unseren Panzern aus? Ding ist immer noch in Produktion. Komm, jetzt hol ihn nochmal raus. Na, die können rennen, ey. Ja, dann kannst du gleich mal da vorne säubern. Ihr nehmt dort ein, ihr bleibt dann hier fürs Einnehmen. Hier konnte ich da oben eine kleine Satzungsstellung. Oh oh. Haut dem Ding mal eine Haftladung rein. Ja, der Schirm ist kostet dann fertig. Ab zur Brücke mit dir. Nur zwei Ladungen und der Panzer müsste eigentlich Schrott sein. Zumindest auch der Theorie. Sehen Sie zu, dass ein MG auf dieser Blechplatte hier montiert wird. Es wird Zeit, dass wir die Crafts in Stücke schießen. Letzte Ladung. Nee, das Ding geht jetzt nicht drauf. Sehr gut. Scheiß drauf, ey, die anderen Mörser bringt nix. Wo sind die alten Pioniere? Aber haben wir was zum Reparieren für euch hier? Gut, Crocodile nach vorne. Infanterie ausräuchern. Dafür erstmal in Deckung. Ja, komm, auf die Bank mal wieder konzentrieren. Ja. Beobachtungsposten bauen und vorwärts. Crocodile kann davon erstmal ausräuchern. Ihr nehmt den Punkt hier mal ein. Ja, da ist immer nur nicht voll einsatzfähig. Oh Gott, hier vorne ja schon wieder so ein Geschütz stehen. Ja, gut, dass wir Infanterie nachziehen. Du mal vor, schalt erstmal das Geschütz aus.
muss auf jeden Fall weg. Und eine Flak haben sie auch noch. Oh Gott. Es sind verstärkte Bunker. Benutzt Sprengladungen, um sie auszuschalten. Schickt Pioniere dort hoch. Gut, dann kann sich ja jetzt erstmal darum kümmern. Dann kann ich auch schon mal wieder einen neuen holen. Was sind die Pioniere? Ja, die locken hier vorne rum. Gut, Punkt einnehmen. Machen wir mal das mit den Geschütze. Lass mal die Jungs in Ruhe. Gut, ihr könnt ja schon mal wieder zur Brücke gehen. Und ihr könnt den Sprit einsacken. Und da haben sie auch noch wieder eine Stücke auf der Brücke. Ey, wieso fährst du nicht? Sergeant, sehen Sie zu, dass ein MG auf dieser Blechbüchse hier montiert wird. So, Sprengladung anbringen. Hier baut Beobachtungskosten. Warum so geil fährst du nicht? Bist doch so bescheuert. Warum kommt so diese KI manchmal? Und weg von dem Ding und? Die Geschützbatterie steht offen. Beschießt die Munitionslager, um die Geschütze auszuschalten. Bunkertür gesprengt. Zielt auf das Magazin. Pioniere stehen unter Beschuss. Los! Machen wir mal eine Granate da rein. Dürfte ja hoffentlich reichen. Und irgendwie fehlt da gerade wieder der Sound. Gut, dann was jetzt? Ach, wieder eine Cutscene. Nee, jetzt geht's zur Bombardierung. Die Division der Deutschen wurde mobilisiert. Wir müssen so schnell es geht zu ihrer Hauptgarnison bei den Hafenanlagen vordringen und sie ausschalten. Okay. Die Krauts werden sich nur ergeben, wenn wir ihre Kommandostrukturen zerstören. Wir müssen dafür sorgen, dass der Stützpunkt über ihnen zusammenbricht. Erstmal weiteres Artilleriesperrfeuer einleiten. Alter, sammeln sich hier Stucks. Sagen, rüber mit den Panzern. Aber erst mal die Stuck hier weg. Und das ab rüber. Wo ist denn der Crocodile? Hier.